Das ist eine gute Frage. Der Bruder fragt, wenn die Eltern geschieden sind und die Mutter hat neu geheiratet, ich jetzt mit meiner Frau, meine Mutter hat neu geheiratet. Meine Frau, darf sie sich unbedeckt vor diesem Mann zeigen? Die Antwort ist nein. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَرَبَائِبُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Und eure Stieftöchter dürfen euch ohne Hijab begegnen, die aber verheiratet sind mit Männern, die zu euch gehören, die eure Söhne sind. Das heißt, wenn er nicht sein Sohn ist, dann gilt das nicht. وَرَبَائِبُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Genau. Genauso der Onkel des Mannes. Ist er ein Mahram? Du zum Beispiel bist verheiratet. Der Bruder von deinem Vater, darf er deine Frau ohne Hijab sehen? Darf er nicht. Deine Mutter, deine Frau hat eine Tante, mütterlicherseits oder väterlicherseits. Darfst du diese Tante ohne Hijab sehen? Darfst du nicht. Weil sie nicht verwandt sind mit dir.